kein Sauerstoffgerät. Überall Filmblut. Die Taucherin Yvonne Katterfeld. Da hatte ich kurz eine Schreckenssekunde, eine Panik ausgebrochen. Da musste ich eben als Apnoe-Taucherin dann viele, viele Meter ohne Beatmungsgerät nach oben schwimmen. Und da hatte ich schon extrem viel Panik vor. Zum Glück ist alles glimpflich. Alle Tauchszenen im aufwendig produzierten RTL-Psychothriller Das Geheimnis des Königssees hat die 30-Jährige selbst gedreht. Kein Double, nur ein kurzer Crash-Tauchkurs. In dramatischen Szenen zeigt Yvonne dabei aber auch viel Haut. Sowohl im Schwimmbad Ammer. Dabei wird's dann wahrscheinlich bei weitem nicht so dramatisch wie bei den Dreharbeiten.